Aufnahmen, die so gar nicht ins Bild eines idyllischen Naturschutzgebietes passen. Am Neusiedlersee entsteht gerade auf der ungarischen Seite in Ferte Rákos ein gigantisches Tourismusprojekt, unmittelbar an der Grenze zu Österreich. Die Ausmaße sind einfach völlig utopisch. Und das Projekt als solches weit über dem Rahmen, der in einem Weltkulturerbe und einem Natura 2000-Gebiet eigentlich Platz finden sollte. Ich gehe aber davon aus, dass auch der ungarischen Seite sehr bewusst ist, in welchem sensiblen Lebensraum oder Umfeld hier also sozusagen diese Projekte realisiert werden. Das Projekt ist inmitten der Kernzone des Nationalparks, inmitten der Kernzone des UNESCO-Welterbes und ist einfach derart groß, dass hier von einer massiven Schädigung vor allem der Vogelwelt hier auszugehen ist. Diese aktuellen Drohnenaufnahmen werden uns von Greenpeace zur Verfügung gestellt. Sich selbst ein Bild zu machen, ist gar nicht so einfach. Die einzige Zufahrtsstraße ist großräumig abgesperrt. Presseanfragen vom Report an die ungarischen Verantwortlichen stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Ungewöhnlich, denn das Projekt soll ja am Ende der Öffentlichkeit zugutekommen. Die einzig verbleibende Möglichkeit ist damit über das Wasser. Wir borgen uns in Mörbisch ein Elektroboot aus und wollen uns die Baustelle genauer ansehen. Nach 30 Minuten sind wir dort. Das Projekt ist heikel, denn der Neusiedlersee ist gleich mehrfach geschützt. Er ist UNESCO-Weltkulturerbe, ein Natura 2000-Gebiet und steht auch unter Schutz der Ramsar-Konvention. Wie unschwer zu erkennen ist, sind die Bauarbeiten voll im Gange, auch wenn vom Boot aus unsere Kamera einen wackeligen Stand hat. Die Bauphase 1 ist jetzt weitestgehend abgeschlossen. Die Bauphase 2 wurde kürzlich ausgeschrieben, aber noch nicht begonnen. Das Entscheidende ist, bei Bauphase 2 werden dann auch großflächig sozusagen die Straßen, die Parkplätze betoniert, versiegelt. Und das ist dann auch sozusagen der kritische Punkt, wenn es darum geht, hier den Schaden nicht mehr rückgängig machen zu können. Offizielle Angaben zum Bauvorhaben zu bekommen, ist schwierig. Alleine der Parkplatz soll jedoch 800 Autos fassen. Der Verein Freunde des Neusiedlersees versucht seit Jahren herauszufinden, was genau hier entstehen soll. Vergeblich. Ja, das Schwierigste in der Causa Ferte Rákos ist eigentlich, an Informationen heranzukommen. Es behaupten zwar sämtliche Vertreter von UNESCO und ICOMOS, dass die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Ungarn bestens funktioniere. Wenn man aber hinter diese Fassade sieht, schaut das gänzlich anders aus. Sämtliche Anfragen laufen ins Leere, werden entweder mittlerweile überhaupt nicht mehr beantwortet oder bestenfalls mit einer automatischen Antwort gutiert. Wir haben de facto nach wie vor nicht viel mehr Informationen als zu Anfang des Projektes. Ferte Rákos ist anders als die österreichischen Gemeinden am Neusiedlersee, nämlich ganz und gar nicht touristisch entwickelt. Rund 2200 Einwohner zählt die Gemeinde. Für Besucher gibt es ein paar Restaurants. In Ferte Rákos war auch das einzige Strandbad auf ungarischer Seite. Andra Scholler lebt seit 37 Jahren hier und ist Segler. Die touristische Infrastruktur sei sehr vernachlässigt worden. Strand war quasi Ruinen, die Buffets waren auch verbraucht und es war nötig, eine Renovierung zu machen. Aber dass man ein Hotel bauen wird und Fußballplatz mit künstlichen Rasen, das können wir nicht verstehen. Und ein Hafen für 1000 Boote, also was, wofür? Also in ganz Österreich ist ein Hafen, sind nicht so viele Boote zusammen. Umweltschützer verlangen sogar von der UNESCO, den Neusiedlersee auf die rote Liste für gefährdete Welterben zu setzen. Diese Forderung unterstützt auch Christian Schuböck, der auch Sachverständiger für UNESCO-Welterbegebiete ist und hier für den Verein Freunde des Neusiedlersees einen Vortrag hält. Es soll in einem gewissen Rahmen bleiben, in einem naturverträglichen Rahmen. Nur so, wie sich jetzt da die Pläne sowohl auf österreichischer als auch auf ungarischer Seite zeigen, versucht man, den Neusiedlersee touristisch auszuschlachten. Und das ist nicht in unserem Sinn. In Österreich haben sich sowohl Umweltministerin Leonore Gewessler als auch das Land Burgenland kritisch zum Bauprojekt geäußert. In die Offensive wollen sie aber nicht. Ein Interview für den Report gibt es vom Geschäftsführer des Vereins Welterbe Neusiedlersee. Es ist natürlich relativ großmaßstäblich. Es ist viel auf einmal. Es ist ein großes Projekt, das auf einmal umgesetzt wird. Im Gegensatz zu den burgenländischen Seebädern, wo teilweise über die Jahre hinweg immer wieder erneuert worden ist oder ergänzt worden ist.
Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Beunruhigt ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Man muss die Lage beobachten. Aber wie gesagt, die Letzteinschätzung liegt bei der UNESCO. Die Zurückhaltung hat womöglich einen anderen Hintergrund. Der Neusiedlersee droht nämlich auszutrocknen. Das ist dem Steppensee zwar schon mehrmals passiert, zuletzt 1865. Dieses Mal will Österreich das aber verhindern. Ein Kanal aus Ungarn soll Wasser aus einem Nebenarm der Donau in den See speisen. Wie wichtig der Kanal aus Ungarn für Österreich wäre, weiß auch der Vorstand der Esterhazy Privatstiftungen. Die Esterhazys sind Großgrundbesitzer im Burgenland, speziell auch am Neusiedlersee. Eine Austrocknung gelte es aus wirtschaftlichen Gründen, um jeden Preis zu vermeiden. Es hätte natürlich wirtschaftlich verheerende Folgen. Der Neusiedlersee ist das Aushängeschild des Burgenlandes, das Aushängeschild eigentlich der ganzen Region, Neusiedlersee, Nordburgenland, also auch des ganzen Seewinkels und natürlich auch am Westufer bis Eisenstadt herüber. Hat eine ganz, ganz große touristische Wirkung in vielen Bereichen, bis hin dann auch natürlich zum Weintourismus, der sich ja auch sehr stark in dieser Region abspielt. Also nicht nur am See, sondern auch, ich glaube, da muss man auch das Umland mitdenken, weil ja so eine Austrocknung auch viele Folgen auch auf das Umland und auf die Bevölkerung und auch die gesundheitlichen Folgen in der Region hätte. Österreich braucht den Bewässerungskanal für den Neusiedlersee mehr als Ungarn. Die meisten Bauprojekte sind schließlich in Österreich. Und die Zeit drängt. Aktuell ist der Wasserstand mehr als 20 cm niedriger als vergangenes Jahr. Wir bekommen ein bisschen den Eindruck, die Politik aus österreichischer Seite hält sich mit Kritik an diesem Bauprojekt in Ungarn zurück, weil man auf der anderen Seite die Kooperation von Ungarn braucht, was den Kanal angeht. Ist das so? Das wird vielleicht durchaus eine Rolle spielen. Dazu kommt, wenn am Neusiedlersee gebaut wird, dann geschah das in der Vergangenheit praktisch immer in Österreich. Und nach wie vor wird viel gebaut. Es entstehen sowohl luxuriöse Seevillen wie hier in Neusiedl, als auch neue, moderne Restaurants. Ein Projekt der Esterhazy ist die Erneuerung des Strandbades in Breitenbrunn. Dafür muss der alte Yachtclub weichen. Ungarn will mit dem neuen Megaprojekt also nur das, was Österreich vielfach über den See verteilt, auch macht: Geld verdienen. Ist in der Vergangenheit vielleicht zu viel gebaut worden um den Neusiedlersee herum, speziell auf österreichischer Seite? Also das glaube ich nicht, dass zu viel gebaut worden wäre. Man kann natürlich immer über die eine oder andere Architektur geteilter Meinung sein. Aber ich denke, dass insgesamt, also hier noch keine Sorge vor einer überhandnehmenden Verbauung des Neusiedlersees auszugehen ist. Man muss eigentlich ganz klar sagen, dass auch in Österreich natürlich rückblickend viel zu viel gebaut worden ist. Man muss natürlich sagen, die Projekte in Österreich sind 30, 40, 50 Jahre alt. Damals gab es noch keinen Nationalpark, damals gab es noch kein UNESCO-Welterbe. Und so ein Projekt wie in Ungarn könnte man natürlich auch in Österreich heute nicht mehr realisieren. Die Umweltschützer wollen das Projekt in Fertő Rákos noch gerichtlich stoppen. Dass das gelingen kann, ist aber unwahrscheinlich.